Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Okay, gut, dass da schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mehr als 7 Spieler sind. Identität Jungs. Bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Okay. Brooklyn wiederherstellen, Nahrungsmittelvorräte wieder beschaffen. Okay. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. So, Isa und die Steuerung. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Okay. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung fuchsen. Weil, ja. Wäre blöd, wenn nicht. Agent. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Erledigt sie möglichst auf Distanz. Super Schuss. So. Nach Hinweisen suchen. Vermisste Vorratskiste geortet. Okay, Isaac. Gehen wir doch zur Kiste. Wir müssen ja auch wieder rüber. Ich dachte gerade so, wo war es für eine Kiste? Markierte Position in der Nähe. Komm schon. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Oh Gott. Du blöde Kuh. Das sollte leicht werden. Hast du mich gerade blöde Kuh genannt? Ist das dein Ernst? Dein Ernst? Ich sehe dich. Hi, New York. Hier ist dein Onkel Ricky. Wir müssen reden. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Oh, habe ich unsere postbiologische Terrorismus-Apokalypse gerade wirklich als echtes Leben bezeichnet? Naja, okay. Also, ich konnte das noch nicht aus erster Hand bestätigen, aber ich habe hier Berichte über Gruppen von Leuten in Schutzanzügen, die mit Flammenwerfern durch die Stadt ziehen und jedes Anzeichen von Virenbefall einäschern. Privateigentum, Leichen. Wenn das grüne Gift da war, fackeln sie es ab. Tja, ich höre alle möglichen Theorien, wer dafür verantwortlich ist. Einige sagen, es sind Stadtangestellte wie, keine Ahnung, Kanalarbeiter oder so. Mhm. Ich habe aber auch schon von Regierung. So, das klingt ganz nach den Cleanern. Gucken wir mal auf unsere Karte, was sich hier alles so verändert hat. Mhm. Man sieht jetzt auch, die Karte sieht ganz anders aus. Wir sind gerade in Brooklyn. Man kann hier also noch die ganze Karte, ich glaube, die Karte wird sich auch noch wesentlich vergrößern. Und du kannst so viel entdecken. Die meisten waren auch nicht wirklich begeistert von der Beta. Und wusste ich auch nicht, was die sich darunter vorgestellt haben, weil es sollte ja nur ein Einblick sein im Spiel. Und ich war schon vorher begeistert. So, jetzt gucken wir mal Nebeneinsätze.
Brooklyn wiederherstellen, Morphinvorräte finden. Und was ist das? Brooklyn wiederherstellen, Zivilisten retten. Ja, dann machen wir doch, glaube ich, aber erstmal das mit den Morphin. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Dann versuchen wir doch, die Kiste zu bergen. Ich glaube, der ist schon tot. Aber Hammer, ich bin echt gerade mega begeistert, wie das hier aussieht. Echt. Ich bin begeistert. Warte, ich weiß, dass hier was drin ist. Oh. Ah, euch habe ich gesucht. Ich dachte gerade, woher kommen die Stimmen? Natürlich, siehst du hier, es wird geplündert. Es fängt jetzt langsam an, dass sich welche, ja, dass sich Gruppen bilden, Einheiten. Einmal die Cleaner und dann gab es noch welche. Aber das werden wir alles noch hier kennenlernen, herausfinden. Also keine Panik. Ich komme damit nicht klar. Das gestohlene Morphin suchen. Mhm. Vermisste Vorratskiste geortet. So. Aber bevor wir das machen. Hier ist Morphium. Willst du was? Jetzt? Lass den Scheiß. Wir könnten es sofort machen. Such einfach weiter, ja? Die warten nur darauf, dass wir kapieren, was es mal war. Das ist leichte Beute. Sieh's mal positiv. Und sie haben mich noch nicht gesehen. Und auf geht's. Komm schon, zeig dich. Oh, er hat mich sogar getroffen. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. So, hier haben wir nochmal das Spiel. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Kommen doch bestimmt noch Gegner. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Okay, haben wir. Ich glaube von der anderen Seite noch. Da. Treibt sie da raus! Nicht nachlassen! Holt euch das Miststück! Oh Gott. Komm schon, lad schneller nach. Das ist unsere Chance. Oh Gott. Er ist tot, Mann. Tot. Ah, da kommen sie. Komm, dich kriegen wir auch noch. Oh Gott, da kommen noch mehr. Haltet sie aus! Bestätigt! Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit! So, geht doch. Ziel sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten.
Das haben wir doch gerne gemacht. Jetzt gibt es natürlich noch eine Mission. Die schauen wir uns mal an. Und zwar... Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Wir laufen noch hin, aber bevor wir durch die U-Bahn zur Bank gelangen, mache ich einen kurzen Cut und dann sehen wir uns aber dann zum nächsten Mal wieder. Ich weiß, ich bin ziemlich gemein. Es tut mir so leid. Aber ja, bis zur nächsten Folge.